ihr Alafi-Ecken da draußen. Schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt zu einer weiteren Faktenfolge. Ja, es wurde langsam Zeit. Ich kam nicht drum herum. Ich habe es ja in den Folgen davor schon mal angekündigt oder in einigen Baufolgen davor schon angekündigt, dass wir auf jeden Fall über das Thema der Schiffsschrauben sprechen müssen. Warum? Ja, das habt ihr beim laufenden Baufortschritt gesehen, beziehungsweise auch beim Airbrush-Tutorial, dass wir zwei Arten von Schiffsschrauben bekommen haben für die innere Welle, das heißt für die innere Schiffsschraube. Wir haben nämlich, oder Trumpeter hat uns, zwei Schiffsschrauben zur Auswahl gegeben, nämlich eine dreiblättrige Schiffsschraube und eine vierblättrige Schiffsschraube. Ja, das Thema werde ich dann heute behandeln. Ich habe mich mit dem Markus von der Modellbauonkel nochmal kurz zusammengeschlossen, weil die Folge wird so oder so ähnlich auch bei Markus irgendwann nochmal kommen, wenn es dann auch bei der Hachette Titanic um die Schiffsschrauben geht. Aber der Markus war so nett, hat gesagt, Jung, mach das, du darfst das gerne auch bei dir nochmal vorstellen und auch ein bisschen ausführlicher gestalten, denn ja, genau das machen wir jetzt auch. Also, worum geht's? Warum fügt uns Trumpeter denn jetzt zwei Schiffsschrauben dazu? Ja, wie immer war alles bei der Titanic, ist das eine sehr verstrickte Geschichte. Man muss teilweise ein bisschen springen und hin und her und hin und her in der Geschichte und in der Zeitgeschichte auch ein bisschen zurückspringen. Wir bekommen zwei Schiffsschrauben einfach aus dem Grund, weil es jetzt seit neuestem eine Theorie gibt, dass die Titanic nicht eine vierblättrige Mittelschiffsschraube hatte, wie die Olympic, sondern mit einer dreiblättrigen Schiffsschraube ausgestattet war. Warum gibt es jetzt aber zwei und nicht eins? Das liegt daran, dass wir bei diesem Thema nicht so genau wissen, ob es jetzt dreiblättrig oder vierblättrig war. Wir sind ursprünglich, oder ich als Titanic-Enthusiast und ganz viele Experten, Historiker und so weiter, sind ursprünglich davon ausgegangen, dass die Schiffsschraubenanlage bei der Olympic, also dem Vorgängerschiff der Titanic und der Titanic, relativ gleich war. Jetzt ist aber in dem Jahre 2007, 2008 ein Buch der Werft aufgetaucht, nämlich der Werft Hallett & Wolff. Und aus diesem Büchlein, ich nenne es Büchlein, geht hervor, dass das wohl anders gewesen ist. Von welchem Buch sprechen wir denn? Es handelt sich hierbei um das sogenannte Andrews Notebook, also quasi ein Buch oder ein Büchlein, wo der Chefkonstrukteur der Titanic, Thomas Andrews, mit unter anderem seine Notizen darin verewigt hat. Dieses Buch stammt natürlich nicht von ihm selbst, denn er ist ja mit der Titanic bei der Jungfernfahrt leider ums Leben gekommen. Aber es gibt einen Hinweis in dem Buch, dass eine Kopistin, also quasi damals gab es ja keine Scanner und kein Drucker, das heißt, es musste von Hand nachgeschrieben werden. Und in dem Fall war das auch so, eine Kopistin hat eben ganz am Anfang des Buches vermerkt, dass es sich bei den Nachfolgenden um eine Abschrift handelte. Stellenweise konnte man auf jeden Fall nachvollziehen, dass das Andrews während der Konstruktionsphase der Titanic bzw. des späteren Baus der Titanic auf jeden Fall geschrieben haben muss. Und in diesem Andrews Notebook, um genauer zu sein, auf der Seite 124 steht das Ganze, sind nach den Baunummern unterteilt, also sortiert nach Baunummern, die einzelnen Schiffe aufgezeichnet. Und hinter jeder Baunummer steht technische Daten über die Schiffe. Da steht unter anderem was zu der Maschinenanlage drin, aber auch, und das ist jetzt das Wichtigste, aber auch zu den Schiffsschrauben. Da werden diverse Größen diskutiert oder quasi berechnet, welche Schiffsschraube denn jetzt die beste Effizienz hat, wie der Winkel der Blätter sein musste, um gewisse Effizienzen zu erreichen. Und so weiter und so fort, was ein Konstrukteur eben so alles eintragen würde. Nun, wir wissen bei der Olympic und bei der späteren Britannic, dass die beiden Schwesterschiffe auf jeden Fall eine vierblättrige Mittelschiffsschraube hatten. Wieso? Na, weil wir von der Britannic, ja, die ja auch versunken ist während des Ersten Weltkrieges und auf eine Mine lief, na, diese Schiffsschraube kann man am Schiffswrack eben sehr, sehr gut erkennen. Die ist sehr, sehr gut erhalten.
Und bei der Olympic, die ja bis 1935 im Dienst war und erst 1935 eben in Jarrow verschrottet worden ist, da hatte sie auf jeden Fall zur Lebenszeit auf jeden Fall eine vierblättrige Schiffsschraube, die Mittelschiffsschraube. Nun, bei der Titanic war das aber allerdings, ja, ist das umstritten, denn in diesem Endless Notebook steht eben drin, dass die Titanic eben nur eine dreiblättrige Schiffsschraube, Mittelschiffsschraube hatte. Bei der Olympic wissen wir später auch, dass es mal eine dreiblättrige Schiffsschraube gegeben hat, denn sie war teilweise eine Zeit lang ja, mit einer dreiblättrigen Schiffsschraube ausgestattet. Man vermutet, das geht wieder ein bisschen weiter in die Geschichte, dass eben aufgrund der Erfahrung, die die Titanic hätte sammeln sollen während ihrer Fahrten mit der dreiblättrigen Schiffsschraube, sie eben die im direkten Vergleich zu der Olympic, die ja eben die vierblättrige Schiffsschraube hatte, ja, rausgefunden werden sollte, was denn jetzt effizienter gewesen ist. Scheinbar schien es die vierblättrige Zentralschiffsschraube zu sein, weil die Titanic bis zum Lebensende eben mit einer vierblättrigen Schiffsschraube gefahren ist und eben die Britannic als Nachfolgeschiff eben auch die vierblättrige hatte. Jetzt ist es eben, diese Geschichte in diesem Endless Notebook steht eben drin, dass die Titanic eine dreiblättrige Schiffsschraube gehabt haben soll. Bei der Olympic werden die technischen Daten immer mal wieder angepasst. Ich versuche das Bild gleich nochmal einzublenden. Da werden die technischen Daten immer wieder angepasst, also durchgestrichen, mit einer neuen Zahl versehen. Da wird an den Winkeln der Blätter wird darum experimentiert, ganz, ganz viele Zahlen. Und bei der Titanic, die ja irgendwann in einem Ausrüstungsstadium war, da eben nicht. Jetzt sagen aber ganz viele von euch, ja Moment mal, es gibt doch total viele Bilder der Titanic, wo die Männer, ich werde die Bilder euch auch einblenden, wo die Männer als Größenvergleich eben zu den Schiffsschrauben oder vor den Schiffsschrauben stehen. Ja, falsch. Denn sie stehen nicht vor den Schiffsschrauben der Titanic, sondern sie stehen vor der Schiffsschraube der Olympic, die ja in einer gewissen Weise baugleich war. Und leider wird immer irreführend genau dieses Bild der Olympic dafür verwendet, um die Schiffsschraube der Titanic darzustellen, was aber ja falsch ist. Aber warum gibt es denn jetzt nur Fotos der Schiffsschraubenanlage nur von der Olympic? Das ist auch wieder eine Geschichte, die werde ich auch in einem Abwasch direkt heute erledigen, die ein bisschen weiter zurückliegt, die aber auch mit einer anderen Geschichte, die bei Markus auch nochmal kommen wird, ein bisschen enger verstrickt ist. Denn die Titanic war zum Zeitpunkt ihres Stapellaufs und auch später bis zu einem gewissen Punkt nichts Neues mehr. Denn das Schwesterschiff, die Olympic, hatte ja im Prinzip durch die Baugleichheit alles das, was die Titanic später auch hatte. Das heißt, die Welt kannte die Titanic letztendlich schon und da war jetzt kein großer Hype, dass die Titanic vom Stapel lief, beziehungsweise dann in See stach. Naja, weil man kannte das alles ja schon von der Olympic. Also sie hatte ja auch die wasserdichten Schotten, sie war auch sehr, sehr luxuriös eingerichtet. Also im Prinzip alles das, was die Titanic hatte, hatte die Olympic vorher auch schon gehabt. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo die Titanic dann oder die Titanic ihre große Zeit hatte, naja, war sie eigentlich nichts Besonderes mehr. Und genau das hatte sich auch schon im Vorfeld beim Bau der beiden Zwillinge ergeben. Denn wie die Werft hatte einen ganz berühmten Fotografen, einen irischen Fotografen engagiert, nämlich Robert Welch. Wenn man sich historische Aufnahmen anguckt, kann man auf einigen Fotos auch eingraviert, wie man das früher auch dann gemacht hat, konnte man seine Initialen auf jedem Foto erkennen. Und zwar das immer das RW und dann hatte er immer die Baunummer des Schiffes darunter gesetzt. Und ja, bei der Olympic hatte man ganz, ganz viele Fotos in Auftrag gegeben, die eben die Entstehungsgeschichte der Olympic darstellen sollte. Ja, und weil man eben schon alles bei der Olympic gesehen hatte, hatte man an den Fotografien bei der Titanic gespart. Irgendwann wurde dann Welch zurückgepfiffen und hatte nur noch vereinzelt Bilder gemacht. Und dementsprechend gibt es von vielen Bauzuständen der Titanic keine offiziellen Fotos. Und das ist eben auch der Grund, warum es keine Fotos von der Schraubenanlage der Titanic gibt. Robert Welch hatte einfach keine gemacht. Oder wenn er welche gemacht hatte, sind sie nie veröffentlicht worden oder die Zeit hat sie vergessen, wie auch immer.
Das heißt, es gibt keinen Beweis dafür, dass die Titanic eben eine dreiblättrige Schiffsschraube hatte, außer dem Andrews Notebook. Ein ganz berühmter Titanic-Historiker und mittlerweile auch sehr erfolgreicher Researcher und auch mehrfacher Buchverfasser, der sich mit der ganzen Geschichte der White Star Line und ihrer Schiffe beschäftigt, hat ja dieses Thema irgendwann mal aufgegriffen und eben dargestellt, wie die Lage denn aussieht, warum die Titanic wohl offensichtlich eine dreiblättrige Mittelschiffschraube hatte. Ich werde euch den Artikel darüber auf jeden Fall unten weiter verlinken, damit ihr das auch durchlesen könnt. Und dementsprechend hat irgendwann mal der ganz berühmte und Titanic-Freak, würde ich ihn nennen, Bill Sauder, also ein ganz bekannter Mensch in der Abteilung, der ursprünglich mal Präsident der Titanic Inc. war, also der Firma, die quasi das Wrack gehörte, der hat irgendwann mal sich auf die Diskussion eingelassen im Jahr 2020/21 und hat eben die Theorie von Mark Chernside soweit bestätigt, dass er der Meinung ist, ja, die Titanic kann eine dreiblättrige Schiffsschraube gehabt haben. Deswegen werde ich die dreiblättrige Schiffsschraube auch auf der Trumpeter verbauen, weil ich das einfach sehr für realistisch halte. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp mit, so am Rande. Es gibt ein Bild, das am Wrack der Titanic aufgenommen worden ist und die Farbgebung der äußeren Schiffsschraube zeigt. Und konsequenterweise wird die Farbgebung bei der mittleren Schraube ähnlich gesehen haben. Wir kennen ja bei allen Schiffen die Darstellung der Schiffsschraube. Die sind ja in Bronze bzw. so Messingfarben. Bei der Titanic sah das etwas anders aus. Da war quasi der Kern der Schiffsschraube, also quasi das, was in der Mitte sitzt, das war rot gestrichen, also quasi mit der gleichen Farbe wie das untere Teil des Rumpfes. Und nur die Blätter tatsächlich waren dann Messing bzw. Bronze belassen worden. Das Foto werde ich euch dann auch nachher beifügen. Das ist die ganze Geschichte, warum wir mittlerweile bei vielen Bausätzen zwei Schiffsschraubenarten zur Auswahl haben, eben die vierblättrige Mittelschiffsschraube oder die dreiblättrige Schiffsschraube. Letztendlich ist es ja euch überlassen, welche ihr auf eure Titanic setzen werdet. Ich werde, wie gesagt, mit der dreiblättrigen Option gehen. Wie Hachette das lösen wird, wo auch das Video dann irgendwann mal bei Markus zu dem Thema erscheint. Ja, wir wissen nicht, welchen Weg Hachette gegangen ist. Soweit ich den Trailer richtig in Erinnerung habe, war da eine vierblättrige Schiffsschraube zu sehen. Ich bei meinem Trumpeter-Set nehme ja die Schiffsschraube oder die Schiffsschrauben generell aus dem MK1-Set. Die bestehen ja aus vier Teilen, das heißt, wir kriegen das Herzstück, das wir separat rot anmalen werden und dann die äußeren Propellerblätter bzw. Schiffsschraubenblätter, wie man ja in der Fachjargon richtig sagt, Schiffsschraubenblätter. Genau, das heißt, wir werden die Schiffsschrauben dann aus vier bzw. drei Teilen zusammensetzen. Das ist ja bei dem Set, bei Trumpeter selber sehr, sehr, sehr schlecht dargestellt. Deswegen, ja, da habt ihr die Geschichte, warum wir immer von diesen zwei Schiffsschraubenarten reden. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Ich will das Video gar nicht länger in die Länge ziehen, als es muss. Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, macht es gut zusammen, bis neulich und Allah Ejekin, grüß mir die Welt da draußen und bis neulich. Tschüss.